In Teil 10 unserer Serie Was leistet deine PV? Gibt es heute das Osterspezial. Ja, nicht das Osterpaket von Herrn Habeck, das haben wir ja schon gesehen, das ist ja schon ausgepackt. Nein, heute gibt es das Osterspezial. Und zwar gibt es heute den großen Vergleich Photovoltaik-YouTuber gegen Photovoltaik-YouTuber. Und zwar gucken wir uns nicht nur die reinen Statistikwerte an, sondern wir gucken uns auch mal die Unterschiede bei der Wirtschaftlichkeit beider Anlagen an. Ja, und wen wir uns dafür rausgesucht haben und welche Anlagen wir vergleichen, das seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Gerade eben hat er die 5000 Abonnenten-Marke geknackt. Herzlichen Glückwunsch dazu, Thorsten, mit deinem Kanal Weißnichtswelt, wo du ja genau wie wir hier auch in die Tiefen der Photovoltaik einsteigst. Bei dir besonders im Blickpunkt die Wirtschaftlichkeit. Und deshalb wollen wir heute auch mal gucken, deine Anlage mit unserer Anlage vergleichen. Beide relativ gleich groß, ähnlich ausgerichtet. Auch von der geografischen Lage her sind wir beide hier in Norddeutschland. Und du hast einen etwas kleineren Speicher, wir haben einen etwas größeren Speicher. Wir haben noch ein E-Auto und allgemein auch ein bisschen mehr Stromverbrauch. Und im heutigen Video wollen wir uns einfach mal ansehen, wie wirkt sich das Ganze denn so gegeneinander auf. Bei uns die Einspeisevergütung höher, weil wir die Anlage schon ein paar Jahre auf dem Dach haben. Bei dir ist sie etwas niedriger. Und ich denke, das wird ein ganz spannender Vergleich heute. Und wir schnacken nicht lange, wie wir es hier im Norden immer sagen, sondern steigen gleich rein in die Zahlen und gucken uns mal an, was wir da zu sehen kriegen. Die Anlagendaten unserer beiden Photovoltaikanlagen habt ihr ja eben in der Übersicht gesehen. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Zahlen dazu an. Wir haben hier einmal wie immer den PV-Ertrag erst. Da waren es bei uns im zurückliegenden Jahr. Man muss dazu sagen, wir haben nicht das komplette Jahr 21 genommen, weil Thorstens Anlage war erst im Jahr 21 überhaupt installiert worden, sondern wir haben Januar bis März aus 2022 genommen und April bis Dezember aus 21. Daher jetzt die Daten vielleicht ein bisschen anders, als ihr sie aus unseren Statistikvideos kennt. Und über diesen Zeitraum hatten wir bei uns einen Ertrag von 7.790 Kilowattstunden. Thorsten deutlich besser, 9.749 Kilowattstunden. Also da liegt er ganz klar vor uns. Das liegt aber halt auch an unserer etwas veralteten Technik, die wir hier auf dem Dach haben und auch an den Schatten, die wir haben. Ja, beim Verbrauch sind wir dafür deutlich vorne. Wir haben rund das Doppelte an Verbrauch gegenüber Thorsten. Das kommt auch bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung gleich noch zum Tragen. Daher bei uns auch der Direktverbrauch fast doppelt so hoch wie bei Thorsten. Das ist ganz normal, weil wir halt den höheren Verbrauch haben. Bei der Batterieladung, Entladung sehen wir hier, Thorsten hat ja nur den 5 Kilowattstunden BYD-Speicher. Wir haben den 9,3 Kilowattstunden LG Chem-Speicher. Und man sieht aber doch schon, dass er seinen Speicher doch deutlich effektiver nutzt als wir. Und nicht nur das, er hat also fast genauso viel Strom rausgeholt aus seinem Speicher wie wir, aus dem fast doppelt so großen, sondern er hat auch wesentlich weniger Verluste dabei. Er kommt hier auf 130 Kilowattstunden Verluste im Jahr knapp. Bei uns sind das über 300. Das ist auch so der Unterschied zwischen beiden Systemen. Dann haben wir hier den Netzbezug, da liegen wir natürlich ganz deutlich vorne. Thorsten gerade mal 440 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen in einem Jahr. Das ist ein Wert, den haben wir auch ohne E-Auto noch nicht geschafft. Also das ist schon Respekt, Thorsten. Da bist du schon sehr, sehr effizient unterwegs.
Ja, und bei der Netzeinspeisung sehen wir hier auch natürlich, wer weniger verbraucht aus seiner Photovoltaik und mehr produziert, der speist natürlich auch deutlich mehr ein. In Thorstens Nachbarschaft gibt es also wesentlich mehr grünen Strom als in unserer Nachbarschaft. Ja, und bei den Autarkiewerten können wir hier gucken, da sehen wir auch, dass wir eigentlich im Sommer beide sehr autark schon sind. Wir haben beide so Monate, wo es nicht ganz geklappt hat, der April zum Beispiel. Und aber dann über die Sommermonate doch deutlich gleiche Autarkie. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in den Charts an und gucken, was wir da zu sehen kriegen. Ja, und hier haben wir einmal die Ertragskurve und da sehen wir, der Thorsten ist in jedem Monat vor uns, obwohl er die nominell kleinere Anlage hat. Ich sage immer nominell, weil wir haben eigentlich eine Situation durch die Aufbauten bei uns, dass nie alle Module gleichzeitig in der Sonne liegen. Das heißt, eigentlich müssen wir zwei, drei Module rausrechnen bei uns, wenn dann auch nur bei 11,2, 11,3 Kilowatt Peak und nicht die 12,06, die wir haben. Aber man sieht halt einfach, dass Thorstens Anlage da natürlich mit der moderneren Technik besser performt, auch im Sommer und halt auch durch die bessere Schattensituation, die er hat, einfach besser dasteht. Ja, man sieht hier so eine Beule, so eine Tasche nach unten raus, das sind bei uns die Monate August, September, Oktober. Da stehen die Bäume im Laub und da haben wir die größten Probleme mit Schatten. Im Winter läuft das eh wieder zusammen, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Und hier im März haben wir halt auch noch Probleme mit Schatten. Und im April, und das läuft sich dann hier langsam auch zusammen, im Juni sind wir eigentlich auch so auf dem Höhepunkt, Juni, Juli, da performt unsere Anlage auch richtig gut und da sind wir auch relativ nah an Thorsten schon dran. Ja, und jetzt schauen wir mal weiter, was haben wir hier noch? Den Ertrag, dann haben wir den Verbrauch, der ist jetzt nicht so wirklich spannend, wir können da mal kurz reingucken. Dann gucken wir uns das mal an, mit dem Direktverbrauch zusammen können wir uns das mal ansehen und da sehen wir hier schon, das, was ich schon gesagt hatte, wir haben natürlich bei uns der Verbrauch in Grau ganz oben. Wir verbrauchen noch deutlich mehr als Thorsten, weil wir halt auch das E-Auto mitladen. Man sieht hier im September, da waren wir im Urlaub, da ist so ein Knick drin. Und deshalb bei uns sowohl beim Verbrauch als auch beim Direktverbrauch haben wir da so einen Knick drin. Und bei Thorsten ist es doch alles relativ gleichmäßig. Er hat jetzt, das sind ja die Werte aus diesem Jahr, die er rübergezogen hat. Und er hat ja jetzt doch ein paar Sachen laufen. Seine Gewächshausheizung, sein Bautrockner durch die kleine Überschwemmung, die er hatte. Und dadurch haben wir hier einfach ein bisschen mehr Verbrauch bei ihm auch. Aber ansonsten läuft das eher gleichmäßig. Im Gegensatz zu uns, wir haben halt doch dann doch ein paar Schwankungen drin. Ja, dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird es spannend. Jetzt gucken wir uns mal die Geschichte mit dem Akku an. Wie gesagt, bei Thorsten 5 Kilowattstunden, bei uns 9,3 Kilowattstunden und jetzt gucken wir uns hier die Werte mal an, was wir da sehen. Und wir sehen bei uns in Blau und Grau die Werte, das sind die beiden oberen, die wir hier sehen, das sind unsere Batteriewerte und die beiden unteren in Orange oder in Rot und Grün, Braun, Grün, Braun, ja, was ist es, Grün oder Braun, Braun eher, das ist Thorsten und man sieht halt, dass bei Thorsten einfach Batterieladung und Entladung dichter zusammenliegen als bei uns. Er hat das DC gekoppelte System, wir haben das wechselstromseitig gekoppelte System und da sieht man schon zum einen die Unterschiede, was man aber auch sieht, zwischen März und Oktober sind wir eigentlich mit unserem Akku ein bisschen besser gestellt, na logisch, der ist ja auch größer und man sieht aber dann auch unsere Krux hier im Winter, November, Dezember, Januar und Februar, da performt Thorsten mit dem halb so großen Akku auch noch besser als wir. Grund ganz klar, natürlich unsere flache Ausrichtung der Module und dann natürlich die heftigen Schatten. Da hilft der große Speicher nicht viel und wie ich immer sage, unser Speicher ist hier eh ein bisschen zu groß. Man sieht es hier im März, da läuft er am besten und bei Thorsten ist es aber auch so, dass er im März am besten läuft und so weit auseinander sind die beiden auch gar nicht. Also ich denke mal, bei uns ein 7 Kilowattstunden Speicher hätte für uns auch absolut ausgereicht. Jetzt gehen wir einmal weiter, das waren jetzt die Akkus und jetzt gucken wir uns nochmal den Netzbezug an. Da ist Thorsten natürlich unschlagbar eigentlich, was das angeht, wenn wir hier mal reingucken. Und da sehen wir hier einfach bei uns im Winter, der Netzbezug geht natürlich hoch, weil das ist, das hängt zusammen natürlich mit dem Ertrag, den wir haben und dem Verbrauch, den wir haben. Aber das ist hier natürlich ganz krass zu sehen, bei Thorsten wesentlich gleichmäßiger, er hat halt auch im Winter relativ wenig Netzbezug und bei uns E-Auto und das Haus braucht natürlich richtig viel und da sieht man hier schon doch sehr deutliche Unterschiede. Im Sommer sind wir ungefähr gleich auf. Im August war irgendwas bei uns schiefgelaufen, haben wir 33 Kilowattstunden verbraucht aus dem Netz. Ich weiß nicht, ob das Auto da dringend geladen werden musste über Nacht oder was. Irgendwas war es auf jeden Fall und normalerweise brauchen wir sowas nicht. Das sieht man ja auch hier. Im März stehen wir eigentlich schon auf relativ null. Da stehen wir bei 10 Kilowattstunden und das Ganze bis September. Wenn ein guter Oktober ist, dann geht auch im Oktober noch einiges.
Diesmal war er nicht so gut, deshalb haben wir hier einen etwas höheren Wert. Thorsten hat es halt wirklich geschafft. Im März ist er noch nicht ganz runter, im April dann wirklich bis Oktober, dass er da wirklich ganz unten ist mit seinem Netzbezug und dementsprechend ganz oben mit der Autarkie, was wir uns jetzt dagegen stellen können, nochmal die Autarkiequote von beiden nochmal raussuchen und dagegen legen. Und dann sehen wir hier halt auch schon der Thorsten in Gelb und wir in leichtem Grau. Und im Sommer sieht man eigentlich beide Kurven kaum, weil sie sich überlappen gegenseitig. Und im Winter sacken wir halt durch die Schatten wieder ab. Und Thorsten hält halt doch ein deutlich höheres Niveau bei der Autarkiequote. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das, was ja auch immer für uns wichtig ist, die Einspeisung, weil weshalb machen wir Photovoltaik? Dafür, dass wir erstmal unabhängiger vom Strombezug werden, aber auch, dass wir Überschüsse einspeisen, die dann in einem späteren Zeitpunkt, jetzt werden sie noch direkt verbraucht von der Nachbarschaft, bis zum nächsten Laden ein E-Auto. Wir sind nicht mehr die Einzigen hier in der kleinen Straße mit E-Auto. Und bis dahin ist das, kommt der Überschuss und wo ein E-Auto lädt, ist eh Feierabend, da wird der komplette PV-Strom dann abgezogen. Und darum geht es halt und später dann halt auch die Produktion von Wasserstoff mit Photovoltaiküberschüssen. Ich sage immer das Eichhörnchenprinzip, die Überschüsse im Sommer nutzen und dann für den Winter speichern, natürlich unter Verlusten. Auch das Eichhörnchen findet nicht alle Haselnüsse wieder, die es im Sommer versteckt hat. Ja, und hier also dann nochmal die Einspeisung und da natürlich ganz klares Bild, da ist Thorsten vorne, das ist logisch, er verbraucht weniger, er produziert mehr und das bedeutet im Zusammenschluss einfach, dass er auch mehr einspeist. Aber ansonsten die Kurven auch relativ identisch. Man sieht halt, bei uns ist mit Einspeisen im Oktober eigentlich schon Feierabend. Und da ist Thorsten noch fleißig dabei, für die Nachbarn mitzuproduzieren. Und im Februar ist er schon wieder dran. Da haben wir noch die Schatten und da brauchen wir erstmal noch alles selber, was nicht ins E-Auto geht. Das geht in Speicher und wird dann von uns in der Nacht verbraucht. Das waren jetzt also die reinen Zahlen, die Ertragszahlen, die Verbrauchszahlen. Und das ist keine Überraschung. Wer unsere Videos kennt von beiden Kanälen, der weiß, dass Thorstens Anlage da deutlich besser performt aufgrund ihrer Ausrichtung, ihrer Lage, aber auch der Technik, die verbaut ist und der Verschattung, die wir hier haben. Aber was jetzt spannend ist, ist, Thorsten ist ja auf Wirtschaftlichkeit bedacht. Wie sieht es denn mit beiden Anlagen aus? Was bringen denn beide Anlagen eigentlich im Jahr rein? Da wollen wir gar nicht davon ausgehen, was sie gekostet haben. Das kann man eh bei beiden nicht vergleichen. Verschiedene Zeitpunkte, verschiedene Arten der Finanzierung quasi. Aber was bringen denn relativ identische Anlagen eigentlich übers Jahr gesehen? Das wollen wir uns doch jetzt mal ansehen, weil bei Thorsten ist die Wirtschaftlichkeit ja Trumpf auf dem Kanal. Und er hat halt später gebaut, hat eine deutlich niedrigere Einspeisevergütung, hat einen kleineren Akku, hat aber auch wesentlich weniger Stromverbrauch, weil er kein E-Auto hat, weil er auch keine Heizung hat, die nur mit Strom läuft, noch nicht. Er ist ja gerade dabei, das umzustellen. Und bei uns kommt halt das E-Auto dazu und allgemein ein höherer Stromverbrauch. Und jetzt gucken wir uns die Wirtschaftlichkeit von beiden Anlagen einfach mal an. Ja, und dafür habe ich jetzt keinen großen Schnickschnack gemacht. Wir haben hier einfach ein Word-Dokument genommen und haben einfach die Werte mal eingetragen. Worauf kommt es an? Erstmal auf die Einspeisevergütung, auf den Strompreis. Da sehen wir hier bei uns 11,79 Cent bekommen wir Mischvergütung für unsere Anlage, die ja in zwei Teilen gebaut wurde. Und wir hatten letztes Jahr einen Strompreis von 27,55 Cent. Das ist Geschichte. Wir sind jetzt bei 30,9. Bei Thorsten sind es 8,01 Cent Einspeisevergütung aus Frühjahr 2021. Und er hatte letztes Jahr 29 Cent Strombezugspreis. Er liegt jetzt, glaube ich, bei 30,5 Cent. Aber wir nehmen jetzt mal die Preise vom letzten Jahr. Und was sind die wichtigen Faktoren? Das ist einmal die Einspeisevergütung. Das ist das, was wir quasi einnehmen, dadurch, dass wir Strom ins Netz einspeisen und verkaufen. Dann die Strombezugsersparnis. Wie viel müssen wir denn weniger aus dem Netz holen? Was sparen wir uns denn, als wenn wir keine Photovoltaikanlage hätten? Und dann haben wir natürlich noch die Speicherverluste auf beiden Seiten, weil die müssen wir wieder rausrechnen. Ohne Speicher hätten wir das Ganze halt eingespeist. Das drückt natürlich unsere Wirtschaftlichkeit. Ja, und dann sieht es bei uns wie folgt aus. In der Einspeisevergütung liegen wir bei 4.437 Kilowattstunden mal die 11,79 Cent. Macht 523,12 Euro Einspeisevergütung, die wir im letzten Jahr bekommen haben. Und beim Thorsten dagegen sind das 7.598,6 Kilowattstunden. Er hat also wirklich deutlich mehr eingespeist als wir, aber halt nur für 8,01 Cent. Deshalb ist er mit 608,65 € auch wirklich nicht so weit weg von unserer Einspeisevergütung im Gesamten betrachtet. Bei der Strombezugsersparnis bei uns haben wir 3.034 Kilowattstunden nicht aus dem Stromnetz ziehen müssen, sondern konnten es aus der Photovoltaik oder aus dem Speicher nehmen und haben damit 835,87 € gespart, die wir nicht an unseren Stromversorger zahlen mussten.
Beim Thorsten ist der Wert deutlich niedriger, weil er halt auch nicht so viel verbraucht und kein E-Auto hat. 1978,75 Kilowattstunden mal seine 29 Cent bedeutet, er hat 573,84 € an Strombezugskosten gespart. Da natürlich deutlich unter unserem Wert, weil er halt doch deutlich weniger auch verbraucht. Ja, und dann die Speicherverluste, die wir rausrechnen müssen. Hätten wir beide keinen Speicher, würden wir das, was wir eingespeichert haben, einspeisen und das geht halt verloren. Man hat es ja eben bei den beiden Kurven gesehen. Batterieladung, Batterieentladung gibt immer eine Differenz. Das ist Wärme, Wandlungswärme und ja, die geht einfach verloren. Und bei uns sind das halt doch schon 354 Kilowattstunden, die man dann mit unseren 11,79 Cent Einspeisevergütung verrechnen muss, weil die hätten wir ja sonst kassiert dafür. Und das bedeutet, bei uns geht von der Rechnung nochmal 41,74 € ab. Und beim Thorsten sind das 170,46 Kilowattstunden mit dem deutlich effizienteren System. Und mal die 8,01 Cent Einspeisevergütung verrechnet, sind das 13,65 €, die wir abziehen müssen. Und das Ergebnis ist schließlich und schlussendlich, obwohl Thorsten die bessere Anlage hat, obwohl er stromsparsam ist und den effizienteren Speicher hat, ist doch unsere Anlage übers Jahr gesehen, die die mehr erwirtschaftet. Bei uns sind es 1317,25 € und beim Thorsten 1168,84 €. Und warum das so ist, darüber wollen wir jetzt mit dem Protagonisten Nummer 1 im heutigen Video, mit Thorsten selber sprechen. Und deshalb schalte ich mal gerade rüber zu ihm. So, und hier haben wir den Thorsten auch schon, wie angekündigt. Und ja, Thorsten, wir haben jetzt mal unsere beiden Anlagen miteinander verglichen hier in unserer Serie. Und es war ja das, was zu erwarten war. Deine Anlage läuft ja doch deutlich besser aufgrund der moderneren Technik und der besseren Ausgangssituation, die du einfach auch hast. Und trotzdem, die Wirtschaftlichkeit zeigt doch ein bisschen ein anderes Ergebnis. Wie bewertest du das denn, wenn wir jetzt auch mal das Ganze so im Kontext des Osterpakets von Robert Habeck sehen, mit der doch recht niedrigen Einspeisevergütung? Ja, es ist halt ganz klar, dass die Anlagen müssen theoretisch, man müsste jetzt das allerbeste Dach der Welt haben, damit man irgendwie noch eine Wirtschaftlichkeit generiert heutzutage. Also wenn bei so einem Wert muss ja das Dach irgendwie überbordend produzieren. Das heißt, theoretisch kann man eigentlich mit dieser Vergütung für Überschusseinspeisung nur noch das perfekte Süddach in Bayern vernünftig belegen, wo man relativ sicher noch wirtschaftlich ist. Vielleicht in Norddeutschland auch noch das Süddach, dann ist man so, naja, plus minus null. Aber richtig voll belegen eigentlich auch schon nicht mehr. Also wenn ich hier in Norddeutschland bin, muss ich schon wirklich aufpassen, was ich jetzt mache, weil wenn ich halt ständig Geld dazulege zu jeder Kilowattstunde, ich ziehe mir ja immer das, wo ich meinen eigenen Verbrauch, da ziehe ich ja immer den Gewinn weg. Das heißt, wenn ich jetzt sage, durch meinen Eigenverbrauch, nochmal, du fährst ja das Elektroauto und sagst jetzt, keine Ahnung, ich habe 10 Cent Einspeisevergütung und ich habe 30 Cent Netzstrom, 20 Cent ist ja der Gewinn, den du durch den Verbrauch deines Elektroautos machst, muss man ja so sehen, du sollst ja sonst Netzstrom kaufen. So, diese 20 Cent, so, wenn ich jetzt aber eine riesengroße Anlage habe, die unfassbar viel mehr produziert, als mein Elektroauto je verbraucht, verliere ich ja immer, ich muss ja immer von diesen 20 Cent wieder, wie gesagt, ich nehme ja immer was weg von dem Gewinn. Und irgendwann ist der ganze Gewinn durch den Eigenverbrauch auch noch aufgefressen und ich bin wieder bei plus minus null und dann frage ich mich doch, warum habe ich die Anlage aufs Dach gebaut? Und wenn ich dann noch ein Problem habe, das sage ich ja sowieso schon, wenn ich jetzt noch ein Problem habe und unter einer meiner schönen Module ist eine Pfanne kaputt oder irgendwas und ich muss einen kommen lassen, der das dann runterbaut, damit ich da wieder ran kann. Es ist ja überhaupt nichts mehr fürs Dach. Also für das Bereitstellen der Dachfläche gibt es gar nichts. Und dass das nicht funktioniert, aber das wissen wir ja beide, dass das mit diesen Summen eigentlich nicht gehen kann. Und naja, gut. Ja. Ja, ich sag mal, das zeigt unser Beispiel einfach ideal. Du brauchst echt ein super Angebot heute schon, damit das noch vernünftig wirtschaftlich darstellbar ist, ja. Ja, und das kriegst du ja nicht. Du kriegst ja, wir haben jetzt noch, du hast jetzt noch ein relativ gutes, einigermaßen gutes gekriegt, ich habe noch ein einigermaßen gutes gekriegt, aber wir beide, ja gut, haben es halt vielleicht ein bisschen besser oder haben Glück gehabt oder es gibt auch noch andere, die ein gutes, ich habe auch jetzt einen Zuschauer, der hat irgendwas für 950 € die KWP, aber eine große Anlage gebaut. Klar gibt es noch ein paar, aber die meisten kriegen ja bei einer 10-Kilowatt-Peak-Anlage 1.400, 1.500 € Angebote. Und ja, die müssen sich noch freuen, weil die haben vorher 5.000, 2.000er Angebote abgelehnt. Ja. Und das passt nicht zusammen mit der Vergütung. Wie gesagt, da ist einfach so ein Riesenunterschied. Und das Schlimme ist ja, das Geld ist ja da.
Wenn das Geld nicht da wäre, es ganz knapp wäre, dann wäre es ja eine andere Sache. Aber es wird ja an der Börse, es wird ja eingespielt. Ja. EEG-Kasse boardet über. Mit 13 Milliarden, ja. Ja, ich glaube 14,7 schon. Ich weiß gar nicht, irgendwie gestern oder vorgestern neuen Wert. Es ist, wie gesagt, es ist Geld ohne Ende da. Und es wird ja auch ausgegeben, aber dann für Firmen, die wahrscheinlich dann irgendwelche Großdächer pachten können. Denn du kannst ja nicht eben, du hast ja auch nicht das Geld zu sagen, ach, da ist eine Schule, da pachte ich mal das ganze Dach und lass das mal belegen. Das Geld ist ja nicht über. Ne? So. Das macht ja ein Privatmann normalerweise nicht. Eben. So. Und ist auch die Frage, wie viele Privatleute werden überhaupt eine Volleinspeiseanlage auf ihr Dach bauen? Das macht ja gar keinen Sinn, macht ja auch gar keinen Spaß. Denn ich meine, PV muss ja auch Spaß machen. Und das macht ja Spaß, den eigenen Strom ins E-Auto oder in die Heizung oder so. Oder ach komm, wenn ich das um die Uhrzeit mache, dann habe ich das noch direkt aus der Sonne. Das ist ja auch alles, und das schärft ja auch den Verstand, den Sinn für Strom. Mhm. Wenn du siehst, wie schwer es ist, Strom zu produzieren, dann hast du ja auch ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und das wird alles weggenommen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das langfristig läuft. Leute, die ganz, ganz viel Strom verbrauchen, ja gut, für die ist das immer noch okay. Wenn ich 3/4 des Stroms noch irgendwie selber nutzen kann, dann ist das ja noch in Ordnung. Aber dann baue ich die Anlage ja auch so, dass ich nur diese 3/4, ne, dass das dann über ist. Und mehr brauche ich ja nicht. Also das ist das. Ich bin der Meinung, dadurch werden die Dächer nicht mehr voll gemacht, wenn das wirklich so durchkommt. Und wir lesen das bei dir in den Kommentaren, bei mir in den Kommentaren unter diesen Videos. Es steht überall das Gleiche. Ich baue meine kleine Eigenanlage hier mit Speichern und das baue ich nicht mehr voll. Und ich kann meine Anlage gar nicht mehr bauen, haben ein paar Leute gesagt, weil das einfach überhaupt nicht passt. Wenn du in der Gegend wohnst, wo die Solateure 1.500, 1.600 Euro als Standardpreis festgelegt haben, kannst du gar nicht mehr bauen. Also außer du hast einen Monsterverbrauch. Weil die kleine Anlage mit für den Heimverbrauch von 5 kW oder so, die ist zu teuer, die kriegst du gar nicht hingebaut. Und die 15 kW, die vielleicht für 1,5 zu verkaufen, die kannst du dir gar nicht leisten, weil du viel zu viel zupackst. Es ist schrecklich, aber gut. Ja. Ja, und ich meine, wir verdienen uns ja auch keine goldene Nase. Mit der Einspeisevergütung von 11,79 Cent und mit dem, wir haben ja schon einen relativ hohen Eigenverbrauch mit dir verglichen jetzt, ja. Also von daher müsste man da wirklich was dran drehen noch. Ich finde, dieses Beispiel zeigt das ganz wunderbar. Ja, wie sieht es denn aus? Bei dir kommt jetzt die Split-Klima-Anlage und E-Auto, sagst du ja, muss noch nicht sein. Aber man sieht halt schon, die großen Verbraucher, wenn du die elektrisch umstellst, dass du einfach dadurch auch die Wirtschaftlichkeit deiner PV einfach nach oben drehst, ganz deutlich. Ja, es geht ja jetzt darum zu sagen, Heizung und Warmwasser erstmal auf Strom. Ja. Beziehungsweise die Split-Klima ist ja, das war ja die erste, ist ja jetzt im Prinzip der Test. Funktioniert das? Die läuft wunderbar. Gleich im Video. Ja. Nächsten Video, gleich nach dir, kommt ja die Montage der Anlage. Das passt ja auch ganz schön heute. No. Und ich habe die ja jetzt auch ausprobiert und das ist also ein ganz schönes Gefühl. Ich hab ein Heizlüftergefühl erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Ist ein besseres Gefühl als die normale Heizung, meiner Meinung nach, weil sich das so ganz gleichmäßig im Raum verteilt. Also es ist ein ganz gleichmäßiges Wärmegefühl und ich habe die ja noch gar nicht durchgehend laufen gehabt, dass ich gesagt habe, ich lasse die jetzt einfach laufen. Ich habe sie nur mal zum Testen, eine Stunde mal. Und da merkst du schon einen Riesenunterschied. Also das ist schon anders. Und ich bin der Meinung, das wird funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Und jetzt kommen dann halt noch zwei mindestens und vielleicht noch eine dritte nachher. Und damit wird das alles gemacht. Und ich habe dann die Möglichkeiten, auch die Räume einzeln zu steuern. Das ist ja auch schön. Und kann dann sagen, so jetzt will ich da Wärme, jetzt will ich da keine. Und wenn mal eine ausfallen sollte, habe ich noch zwei andere, kann die Türen aufmachen und die Bude wird trotzdem warm. Also es hat auch meine Vorteile. Ja. Und wie gesagt, dann eben dadurch dann ein bisschen den Verbrauch nach oben. Gut, dafür kommt dann ja schon gleich wieder die nächste PV-Anlage, Winter-PV, steiles Dach, damit ich im Winter mehr Strom habe, damit das dann auch heizen kann. Ja. Wir sind ja süchtig, wir können ja nicht aufhören. Ne? Das ist ja richtig. Genau, das ist bei dir das gleiche Problem und bei mir auch. Und ja, wenn man das mal angefangen hat, das ist das Einzige, was positiv spricht. Ich weiß auch nicht, ob wir dem Habeck, ob da noch was passiert. Man sieht ja auch schon langsam schwarz, muss ich ehrlich sagen. Man hat zwar immer noch so ein bisschen leichter Hoffnungsschimmer, aber ich habe so das Gefühl, das ist alles so lobbygesteuert. Also nachdem jetzt nochmal über 1 Cent hochging bei der Volleinspeisevergütung, also eigentlich bei der für uns falschen Vergütung, habe ich so das dunkle Gefühl, da sind Mächte am Werk, die wir nicht beherrschen können und die Bürger sind denen im Endeffekt irgendwie egal und da ist dann vielleicht die einzige Chance, dass irgendwann
einzelne Stromversorger sagen, wir kaufen deinen Strom und wir geben dir 2 Cent mehr oder 3 Cent mehr oder 4 Cent mehr und einen angemessenen Preis, dass wir irgendwie eine Art von, wie das österreichische Modell in die Richtung kommen. Wir werden vielleicht nicht die 20 Cent kriegen, aber vielleicht kriegen wir 12 oder 10 und ne, das wird damit dann irgendwie, ich weiß es nicht, aber das wäre die einzige Chance, die wir dann noch haben eigentlich. Ne? Das ist so. Gut, da müssen wir mit durch. Ne? So ist das halt mit der Politik leider. Jeder, wo du denkst, da ist was mit zu machen, der wird Politiker und dann mutiert er irgendwie in die Richtung. Ja, das ist einfach so. Aber gut. Ja, Mensch, das war ein schöner Vergleich mit deiner Anlage diesmal. Einfach mal das, die Erträge, Verbrauch und dann die Wirtschaftlichkeit, die ja für dich auf deinem Kanal auch richtig wichtig ist, auf der anderen Seite. Und ich finde, das zeigt dieses ganze Dilemma als wirklich gutes Beispiel. Ja, wir können nur hoffen, dass noch was Vernünftiges bei rauskommt. EU-Kommission hat ja jetzt auch das mit der Mehrwertsteuer durchgesetzt. Mal sehen, was daraus wird. Vielleicht kommt es noch ein Sommerpaket, man weiß es nicht. Du bist jetzt sehr abwarten. Aber du hast schon den Hinweis gegeben, für euch, wenn ihr jetzt könnt ihr rüber will zu Weiß nichts Welt und könnt da das live dein Video sehen oder im Live-Chat dann mit der Split-Klima-Anlage. Wenn ihr es nicht live seht, geht trotzdem mal rüber zu Weiß nichts Welt. Auf den Kanal lohnt sich definitiv, da vorbeizuschauen, zu abonnieren. Du bringst ja auch klasse Informationen über Photovoltaik. Ja, und ich danke dir, dass du hier für das kurze Statement zu deiner Anlage oder unseren Anlagen auch zur Verfügung gestanden hast. Und für euch zu Hause, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, abonniert beide Kanäle. Beide Kanäle. Und genau, drückt auf die Glocke, ihr kriegt alles mit. Und ja, Thorsten, recht schönen Dank, dass du kurz für uns zur Verfügung standst. Kein Problem. Und ja. Und ich sag in diesem Sinne tschüss, bis zum nächsten Mal.